Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit Subnautica. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung und alles andere. Immer noch, weil langsam möchte ich mich auch herantasten an eine Basis und so weiter. Jetzt zuerst würde ich sagen, erstmal kurz ein paar Klubschis holen hier. So. Hey, bleib stehen! Klubschi! Bleib stehen. Daddy will dich. Jawohl. Dankeschön. Du kommst auch noch mit. Nein. Ah, Mist. Ich treffe die halt manchmal so schwierig, leider. Ich glaube, mit einer Maus wäre das einfacher. Oh. Ich weiß halt auch leider noch gar nicht, was für Geräusche von welchen Wesen hier unter Wasser sind. Das wäre etwas besser für mich, wenn ich das genau wissen würde, weil dann wüsste ich, aha, ja, das ist gefährlich, was ich jetzt gehört habe. So, wir haben immerhin einen Clubschi. Passt. Wir gehen erstmal ganz kurz mit dem hier zurück. Rein hier. Und Frachtbehälter nicht. Was möchte ich denn? Ja, hier brauchen wir das Reparaturwerkzeug. Um das würde ich mich dann eigentlich erstmal kümmern. So, erstmal den Klubschi kurz kochen. Was können wir hier noch machen? Ein neues Messer, ein Scanner, eine Taschenlampe. Und hier. Ja, okay. So. Und für das Reparaturwerkzeug brauche ich Höhlenschwefel nur noch. Danach haben wir eigentlich alles dafür. Dann lasst uns jetzt mal kurz hier in eine Höhle gehen. Ich hoffe mal, das wird alles gut dort drin verlaufen. Vor Höhlen habe ich ehrlich gesagt noch ein bisschen Angst. Vor allem, weil es halt auch gefährlich wird. Oh, nicht sowas schon wieder. Geh weg! Oh, shit. Diese Dinger tun auf jeden Fall weh. Okay, und so wie es aussieht, sind diese Clubschis in der Nacht einfacher zu fangen. Ich denke mal, das liegt daran, weil die uns dann nicht so richtig sehen. Zurück. Los, na los, na los, na los. Ich muss unbedingt Schwefel finden. Das ist halt sehr wichtig, damit wir das da drin reparieren können. So, kurz den Scanner mal hier auspacken. Selbst scannen. Zack. Mal sehen, ob wir hier irgendwie was finden. Vielleicht finden wir hier Schwefel oder so. Wenn wir Glück haben. Kann man eigentlich die Dinger hier auch scannen? Ja, scheint so. Man muss halt irgendwie dafür auch erstmal sorgen, dass die bitte ruhig halten. So, jetzt muss ich erstmal wieder bei der Steuerung ein wenig klarkommen. Zack. Wir haben auf jeden Fall etwas bekommen. Ich weiß gerade nicht, was das war. Aber ich denke mal bestimmt kein Schwefel. Aber wir kommen langsam mal so ein bisschen hier voran. Wenn wir halt dann so erstmal eine Basis haben und so, dann haben wir ja immerhin schon mal gut Fortschritte gemacht. So, wir essen ganz kurz so einen Klubscher. Zack. Und was haben wir denn hier? Gold. Ja, Gold brauche ich jetzt leider gerade nicht. Leider. So, dort Schwefel.
Halt, das scannen wir. Das hier auch. Gravitationsfalle, okay. Wir haben einen neuen Blueprint. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das machen wir mal mit. Ab hier, so, zack. Hier ist eine Höhle. Komm schon. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Okay, wir haben einen Boomerang. Ich muss mir gleich mal was durchlesen zu dem. Ich denke mal, den kann man bestimmt auch essen, diesen Boomerangfisch. Und wir haben jetzt auch noch mal einen kleinen Klubschi. Wir können bald auf jeden Fall ein kleines Klubschi-Lager aufmachen. Was ganz wichtig mir wäre, gerade erstmal so ein bisschen, dass alles wieder ein bisschen heller wird. Oh, und kaum erwähne ich das, geht die Sonne auf. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Spiel. So. Der Frachtbehälter. Wir werfen mal hier kurz was rein, würde ich sagen. Einmal das Gold hier. Und den Boomerang essen wir. Hm, lecker. Okay, der Boomerang füllt einen auf jeden Fall nämlich auch wieder auf hier mit Wasser. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir kochen mal hier noch ein paar Klubschis. Damit wir dann auch erstmal etwas Nahrung hier haben. Das finde ich auf jeden Fall gar nicht verkehrt. Mmm, lecker. Schön Nahrung jetzt hier. So. Was haben wir hier unten noch bei Geräte? Ach so, wegen der neuen Dings. So, ganz kurz noch was reinsnacken. Zack. Mmm, lecker. Nom, 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 nom. Jetzt geht's erstmal wieder unter Wasser. Hier haben wir auch eine Höhle, kann man eigentlich schon dazu sagen, ja. Wir brauchen auf jeden Fall Schwefel. Nicht sowas wie Quarz hier. Das ist das Ding. Halt hier vielleicht. Haben wir hier mit Glück. Kupfererz. Ich denke mal, das alles hier ist Kupfererz. Ja, das können wir auch mitnehmen. Das brauchen wir auch. Oh shit. Mist. Kann die nicht irgendwie bekämpfen, diese komischen Teile hier? Weil die, muss ich sagen, ist jetzt schon ein ernstes Problem an manchen Stellen so. Unsere arme Gesundheit halt dadurch richtig den Bach runtergeht. Alter! Diese blöden Dinger. Lieber wäre es mir ja, wenn man die bekämpfen könnte. Halt! Höhenschwefel! Die Dinger haben das drin! Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Oh. Nein, was? Wir sind tot. Ich dachte, das überleben wir noch. Okay. Immerhin wissen wir jetzt das mit dem Höhlenschwefel. Dann weiß ich, wie wir das jetzt auch schon so am besten machen mit dem Höhlenschwefel, mit dort rankommen und so. Die Dinger rauslocken und danach ganz schnell wegschwimmen von denen. Bis sie platzen und so. So. Werkzeuge, Reparaturwerkzeuge. Jetzt haben wir das aber immerhin erstmal. Und wir lernen dazu. Wir lernen einfach dazu langsam hier. So, jetzt reparieren wir halt auch erstmal hier das Zeugs. So. Zack. Data bank. This is Aurora. Distress signal received.
Okay, wir haben Fortschritt gemacht. Sehr schön, auf jeden Fall. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Kurz hier schauen. Fotogalerie. So, wir schauen mal hier. Oder was haben wir hier noch? Signale. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf Erkundungstour. Das würde ich sagen, machen wir dann jetzt hier erstmal als nächstes. Kurz was essen. Nom nom. So. Klubschi, wirst du mit? Dankeschön. So. Und ich muss mal eben hier kurz was schauen. Kann man das zufällig reparieren? Was ich zwar sehr stark bezweifle. Nein. Okay. Wie kann man denn nochmal so etwas bekommen? Ich weiß es halt leider gerade nicht. So. Ein Seekleiderfragment. Wow, den möchte ich haben auf jeden Fall. Den möchte ich haben. Wir haben ein Ding dafür gefunden. Okay. Wir müssen da unten gleich mal noch weiter schauen. In der vergangenen Folge haben wir das alles vor allem nicht gefunden dort unten. Das sieht man mal. Ich habe gar nicht so richtig geachtet auf das ganze Zeug. Oder meine Augen waren da gerade zu. So. Alles mal hier ein bisschen genauer anschauen. So. Da unten geht es auf jeden Fall ja wohl runter. Das ist aber nichts, ja. So, der Misch kann es kurz scannen. Komm schon. Ja. Mist, nee, der hält nicht ruhig. Der hält nicht ruhig. Ich glaube, am besten ist sowas, wenn wir dann später so ein eigenes Gehege machen und die dort scannen. Das gibt's ja auch irgendwie. Und ich möchte jetzt auch nochmal ganz kurz zurück zu unserer Kapsel. Dort möchte ich mal eben nachschauen. Ganz kurz wegen ausrüstungsmäßigen Zeugs. Was es da noch so gibt. Was möglicherweise das sein könnte, um diese komischen Kisten da zu öffnen oder so. Da möchte ich mal nachsehen. So. Fabricator. Werkzeuge. Scanner, den haben wir. Leuchtfackel, Konstruktionswerkzeug. Was könnte das sein? Ich will mir mal kurz hier was durchlösen. Okay. Hier haben wir das Medike, das möchte ich auch gerne mal haben. So, Klubscher ganz kurz kochen. Zack. Proteinreiche Augäpfel. Lecker. Esse ich auch jeden Abend. Jeden Abend aufs Neue. Mal ganz kurz hier schauen. Was haben wir denn jetzt so als kleine Aufgaben? Achtung, zunehmende Schädigung des Antriebskerns der Aurora kann zu einer Quantenexplosion führen. Untersuchung wird fortgesetzt.
drive core may result in a point of detonation. Continue to monitor. So. Ich bin dafür, wir schauen mal kurz weiter dort nach vorne. Zu diesen Sachen, die hier oben so rumtreiben auf dem Meer. Achso, das ist nicht mal was. Ah, wir können das scannen. Oh. Gut, dann würde ich sagen, wir scannen erstmal alles hier. Fühlt alles zumindest. Wegen neuen Bauplänen und so weiter. Aber vielleicht bekommen wir ja dadurch nochmal ein. Bleib stehen! Jawohl. Sehr schön, den konnten wir auch scannen. Ich will jetzt hier erstmal alles Mögliche scannen. So. Wow. Wie sich das anhört, so als ob er lachen würde. Wie sich das wohl anhört. Halt, da vorne, da liegt etwas. Hier ist nochmal ein Frack. Hier schauen wir uns gleich um. Das steht jetzt schon mal fest. So, runter jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall noch mal ein anderes Wrack. Das steht jetzt schon mal fest. So. Bis jetzt sehe ich leider noch nichts hier, was wir so richtig scannen können. Leider. Hier drin muss es doch was geben, oder? Na, damit können wir leider absolut nichts anfangen hier. Schade. Und hier. So, kurz scannen. Zack. Was haben wir denn da? Können wir da was machen? Nein. Shit, wir müssen schnell nach oben. Da unten war, glaube ich, auch gerade noch was in der Höhle, was wir vorher noch nie hatten. Da mische ich nochmal rein. Davon liegt noch mehr Schrott und so. Da möchte ich mich auf jeden Fall auch mal noch umsehen. Das Gebiet hier finde ich gerade echt interessant. So. Die Tischkoralle. Interessant. So. Kalkstein. Ich kann das alles hier erstmal schön scannen. Und da verfolgt uns unser kleiner Freund. Aua. Na gut, ich nehme aber mal das Zeug hier mit. Dankeschön. Mist, das hätten wir vielleicht auch noch scannen können. Das war jetzt ein kleines bisschen dumm von mir. Oxygen. Sauerstoff schnell hier. Das Gebiet hier hinten finde ich aber auf jeden Fall interessant. Ich möchte auch auf jeden Fall mal dorthinter, zu dem großen Wrack. Da kann man auf jeden Fall auch hinter, das weiß ich. Das hängt auch alles ja dort mit der Story zusammen und so weiter. Da muss man auch hin. Da will ich auf jeden Fall jetzt auch demnächst mal noch hin. Aber ich glaube, da können wir vielleicht sogar noch gar nicht hin. Da brauchen wir nämlich noch irgendwie was. So. Hier hinten ist unser gutes Transportding. Na gut, Transportding kann man es nicht nennen. Ja. Kann man es eigentlich nicht nennen. So.
Ich würde mir aber dann auch langsam gerne eine Basis bauen wollen. Aber die brauchen eine gute Position, wenn dann. Weil ich es halt auch perfekt haben will. Persönliches Werkzeuge. Auftriebskörper. Okay. So, Ressourcen. Etwas Titan stellen wir mal hierher. So, zack. Was haben wir denn jetzt noch hier? Boah. Jetzt gerade nichts. Ich will auf jeden Fall erstmal viel mehr erkunden. Wir können erstmal hier eine Nachricht abspielen. Okay. So, wir schauen mal kurz was nach. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if kurz was we're late essen. For rendezvous, don't panic. Zack. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Gut. Wunderbar. Und dort hinten ist eine Rettungskapsel. Okay. Da würde ich dann jetzt noch hinmachen. Wollen wir sehr gerne. Auch wenn es gerade echt dunkel ist. Und mir das nicht so gut eigentlich gefällt. Rettungskapsel 3, Untiefen. Wofür steht das Untiefen? Ich weiß halt jetzt nicht, ob dieses Untiefen besteht dafür, dass es ganz weit unten ist, weil ganz unten, das weiß ich auf jeden Fall, das sind ganz gefährliche Dinge. Ganz unten im Meer. Ich glaube, da sollten wir auch nicht überleben. Aber nur gut, lass uns jetzt erstmal da drüber. So ein bisschen. Ich hoffe mal, wir kommen gut an. Ich möchte mir das nämlich auf jeden Fall mal ansehen. Ich hoffe aber auch, dass es dann gleich wieder hell wird. Weil im Hellen würde ich das viel lieber machen. Ja, alles dort hinten ansehen. Okay, hier ist es auf jeden Fall gefährlich. Hier hatte ich vorhin so ein haimäßiges Wesen gesehen. Ich nehme jetzt einfach mal Wesen. Wir nehmen hier kurz was mit. So. Gut, nach oben schnell. Oh, oh. Ich habe doch was gehört, da ist glaube ich was hinter uns. Ja. Ja. Oh Gott. Nicht umdrehen. Sage ich nur dazu. Ach du Schreck. Ach du Schreck, wie gefährlich ist das denn hier? So, können wir hier irgendwo rein? Ja, hier. So, umschauen hier kurz. Hier, an der Datenbox. Kompass. So, gibt's hier noch mehr? Na, das ist alles. Ja, das ist alles. Ach du Schreck, was ist das denn? Ich muss ja weg. Ich muss nach oben. Sauerstoff. Gut.
kurz nochmal abtauchen. Ich will kurz das nochmal alles nachschauen. Ich habe nämlich gerade was gesehen, was sehr interessant aussah. Aber wo war das? Ich habe gerade irgendwie nochmal hier was aus Metall gesehen. Hier. Metallschrott, Inventar voll. Okay. Boah! Oh, blödes Vieh. Halt doch bitte die Klappe. Erschreck mich nicht so. Bitte nicht nochmal so ein Geräusch bitte abgeben hier. Damit erschreckt man mich voll. Ich mag das nicht, wenn das so unverhofft plötzlich einfach oder irgendwie Geräusche macht. Da zocke ich dann einfach nur noch zusammen. Oder schrei. Aber das passiert eher bei Horrorspielen. Das mit dem Schreien. So, wir sind jetzt auf jeden Fall gleich wieder drüben bei uns. Den möchte ich mal noch kurz mitnehmen. Komm schon. Ja, nein. Ja, komm. Bleib stehen. Please. Nein, schade. Du, komm. Hey, ja. Ach, wunderschön. Dieses gute Gefühl, einfach, wenn man ihn schafft zu kriegen. Ich weiß nicht. Damit muss ich halt auf jeden Fall noch ein bisschen klarkommen. Ich komme ehrlich gesagt richtig schlecht damit klar, hier so wie ein Wilder mit dem Control-Stick vom Controller diese Dinger zu jagen. Weil das so ein wahnsinniges Gedrehe ist und so weiter. Vielleicht werde ich auch einfach alt. Ich werde einfach alt. Das sollte ich einfach akzeptieren. Obwohl ich noch nicht mehr so alt bin. Wohl angemerkt. Kompass zeigt die Himmelsrichtung im Sichtfeld an. Nett. So. Halt. Oh, Wasser. Jawoll. Dafür brauchen wir Blasenfische. Sehr gut. Das ist alles Fortschritt. Wunderbar. So, was haben wir hier? Ja, das ist ja alles voll, stimmt. Habe ich komplett jetzt vergessen hier. Fabricator nochmal aufmachen. So. Wir machen kurz etwas Schmierstoff hier. Dann machen wir nochmal etwas Silikon. Ich finde, das könnten wir nämlich wieder mal gebrauchen. Und ein paar Titanbacher hier. Boah, das sind richtig die fetten Dinger hier. So. Computership und Kabelsatz. Da muss ich mal ganz kurz nachschauen. Computership, ja, da ist hier. Tischkorallenprobe zweimal. Und Kupferdraht. Wie komme ich hier Kupferdraht? Kann ich den auch hier irgendwo herstellen? Ja, hier oben. Dafür brauche ich Kupfererz. Okay. So, da weiß ich auf jeden Fall, was wir jetzt als nächstes schon so alles vorhaben. Kurz hier was snacken, zack, und was trinken. So, das tun wir mal hier rüber packen, zack. Zack, 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 zack. Zack. Und davon werfen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was weg. Ach, wir können das nicht hier drin wegwerfen, so wie es aussieht. Schade. So, lass mir bitte das weg. So, voila, voila, voila. Das tut mir schon ein bisschen im Herzen weh. Das ganze Zeug einfach so wegzuklatschen. Weil es einfach Müll ist. So, komm schon. Dich will ich scannen. Ja. Jawoll, Dankeschön. Das war ja wirklich jetzt nett von dem. Och nein, nicht das schon wieder. Wo ist das scheiß Vieh? Komm her, ich will dich probieren zu scannen.
Wo bist du? Okay. Gut, dann können wir das immerhin jetzt mal scannen hier. Das geht nicht mal. Ich möchte dich scannen. Komm schon. Dankeschön. Alter, der hat ja schöne Augen. Ey, bleib stehen. Komm. Nein. Bleib her. Jawohl. Nein. Ich bin ertrunken. Ich habe nicht drauf geachtet. Okay, Leute. Gut, ich würde sagen, wir machen nämlich dann jetzt auch hier wieder Schluss mit der Folge. Wir haben eigentlich ordentlich Fortschritt gemacht jetzt in dieser Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal, was wir da machen. Ich denke mal, da kümmern wir uns dann langsam um ein Basisgerät, um halt eine zu bauen überhaupt erstmal. Lasst auf jeden Fall jetzt gerne ein Däumchen nach oben da, denn ein Däumchen wäre ein Träumchen. Haut rein und tschüss!